Ey, yo, Leute, was geht? Willkommen zu First Time No Flame, Please. Wir spielen Akali. Und ganz wichtig, Leute, ja, ich habe ein Akali-Gameplay auf dem Kanal. Ja, ich habe auch schon, als Katharina, aber hat Katharina schon auch schon mal im Aran gespielt. Dieses First Time bedeutet eigentlich, dass ich diesen Champion so gut wie nie spiele. Ich hatte bestimmt schon mal in den, wann habe ich das Akali-PBE-Gameplay gemacht? Vor einem Jahr oder so? Hä? 30 seconds until minions spawn. And I play for Team Pornhub. Follow us on Twitter. Das heißt einfach nur, ich spiele diese Champions so gut wie nie. Ja? Und ich habe das Soundproblem gefixt. Also ich habe davor eine Runde aufgenommen, die wollte ich hochladen, dann ist mir irgendwie aufgefallen, ich hatte den Sound doppelt. Weil ich gestern noch gestreamt habe und dort verkackt habe. Und ihr habt euch generell über den Sound bestellt. Jetzt sollte es besser sein. Ja, da haben wir Sekt gespielt. Das, Leute, der Sound ist garbage. Aber ja, ich bin ja bei Akali und bei diesen First-Time-Views, Leute, dass ihr es wisst, ist ein Normal-Game. Ist ein Normal-Game. Denn ich würde diese Champions niemals im Ranked spielen, weil viele von euch sagen auch immer, ja, Silvi, bla. Ich würde immer mal gerne sehen, wie diesen Champion spielt, so wie auch bei diesem Katharina-Game. Und da wurde ich auch mal gefragt, ey, Silvi, kannst du nicht Akali spielen? Wir machen jetzt Folgendes, Leute. Ihr schaut euch dieses Video natürlich bis zum Ende an, geht dann in die YouTube-Kommentare rein und schreibt rein, welchen Champion ihr gerne sehen wollt. Ja, denn ganz ehrlich, Leute, in den Stream... So, in den Stream-Highlights seht ihr mich quasi eigentlich immer Ranked spielen. Ist fein. Aber natürlich ist dann dementsprechend der Champ-Pool auch etwas limitierter. Ihr kriegt die Stream-Highlights immer noch mit Ranked Games auf den Champions, die ich sonst auch gerne spiele. Und jetzt habt ihr einfach nochmal hier ein bisschen Abwechslung. Schreibt einfach rein, welchen Champion ihr gerne sehen wollen würdet. Sehen wollen würdet. Okay, das hört sich kacke an. Wir haben nur mal einen Jungle. Genau, ich habe mir Clans mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich lieber Ignite dabei haben möchte. Oder dann halt lieber das Clans. Ich nehme mal lieber Clans mit, so fühle ich mich ein bisschen sicherer. Mein Damage geht dann zwar nach unten, but that's fine, I guess. So, der Akali genereller Müll-Champion. Ups. Fuck, ey. Ich kann die Range noch nicht genau einschätzen. Oder noch nicht genauer einschätzen. So, sie spielt Lissandra mit Le Aftershock. Das heißt, wir möchten eh nicht viel Zeit auf der Lane verbringen. Sondern wir wollen mal ein bisschen mehr nachgucken, dass wir da eher wegkommen. Ich habe ich auch Fleet mitgenommen. Also einfach nur, um mir die Lane noch mal ein bisschen entspannter zu machen. Die Gegner sind auch sehr squishy. Vielleicht hätte ich auch hier für Electrocute gehen können. Aber lass mich hier ein bisschen die Lane gedrückt halten. Ich bin mir da vielleicht nicht ganz sicher. Eigentlich bin ich mir gar nicht sicher, to be honest. Wenn der Karthex kommt, sollte es kein Problem für uns sein, das zu überleben. Ui, spicy. Aber lass sie erstmal ein bisschen aus dem Turm rausdrücken. Ich meine, es ist ja kein Teleport mehr. That's cool. Ich greife auch vorher ein Minion an, einfach nur um Fleet zu procken, sodass ich dann schneller rankomme. Und dann sorgen wir sie nochmal ein bisschen. Okay. Okay, okay. Jetzt wünschte ich so gerne, dass ich Ignite dabei haben würde. Mal die Wave hier ein klein wenig gegendrücken. Sie kommt halt nicht weg, ne? Die tut mir gerade richtig leid. Hat sie genug Mana, um wegzukommen? Ah, ne, meins. Sie hat genug Mana für eine W und Aftershock. Lass mal die Potion eben nehmen. Okay, Kha'Zix könnte hier sein. Oh, Leute, die Energiekosten sind sowas von fucking insane. Scheiße, ich hab ein Level-Up bekommen. Ich check auch nicht, wie man Akali mitspielen kann. Top-Lane kann ich verstehen. Da hast du halt eben Möglichkeiten, um den Gegner auch auf Distanz zu halten. Beziehungsweise deine Range auch auszunutzen. In der Mitte aber eher nicht. Digga, was ist das für eine Range? Gib mir ein bisschen mehr.
So ein ganz klein wenig mehr, das wäre echt cool. Lol. Ich hätte sie eh nicht bekommen, selbst wenn ich die Kugel getroffen hätte. But, that's not so very cool. Leute, mein Wave Clear ist Dogshit. Meine Range ist Dogshit. Okay, wobei das mit der Range einfach eine Sache der Erfahrung ist. Guck mal, soll ich diese Wave reindrücken? Ho. Okay, warte mal. Ulti ist jetzt nur noch targetable, ne? Okay, und wir gehen eben einmal weg. Ja gut, ich meine, wir haben einen dicken CS. Den sollte ich mich jetzt nicht drüber beschweren. So, holen wir uns einmal ein Broken-Item. Leute, Gunblade ist so fucking broken, Mann. Eigentlich ist Gunblade der einzige Grund, warum Katarina und Co. stark sind. Leute, 175 extra Damage ist richtig viel. 175 extra Damage, also jetzt, wenn wir Level 1 sind, ne? Dürft ihr nicht vergessen. So, wir sind aber natürlich nicht Level 1. So, das Ding macht, glaube ich, in der Regel 200 Damage oder so. Aber warte mal, wir haben ja Mist. Lass mal die Wave hier vorne halten, ja? Lol. Okay, ich glaube, die hätten wir killen können. Okay. That's fine. That's really, really fine. Okay, mittlerweile geht er. Ich glaube, warum war das nicht? Ab irgendwie ab Q Level 9, dass man irgendwie mehr Damage macht oder so? Da war doch irgendwas mit der Q. Irgendwie mehr Minion Damage oder sowas. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich hoffe mal, ich irre mich nicht. Ja, doch, oder 25%. Das ist echt lecker. Wo ist deren Kha'Zix Dole? Die habe ich nicht einmal gesehen. Okay. Mercs sind hier an sich lecker. CC ist da. Ist ja nicht alles da. Aber wir holen uns mal eben die Boots. Ich denke mal, ich bin mit denen erstmal einen kleinen Ticken besser dran. So, unser Farm ist halt ganz nice, ne? An denen können wir... Holy shit, Scripter. Scripter. Alter, hat sie, oh Leute, sie hat mich sogar genau außen am Ring erwischt. Oh, ah! Ach, okay, sie hat eine höhere Auto-Attack-Range, als ich eine Q-Range habe. I see, I see. Zum Glück habe ich so viele Fail-Saves mitgenommen. Ne, wir haben ja, ich hoffe hier unten, doch, das ist eine Pflanze. Wir haben halt Doran Shield dabei, wir haben Ravenous Hunter dabei, wir haben Taste of Blood dabei. Wir haben nochmal Fleet mit dabei. Ups. Ups. Okay, die Kombo war mal Turbo-Kacke. Eigentlich wollte ich eh machen, aber irgendwie bin ich zuerst auf Ulti draufgekommen und dann war unlucky. Aber hey, ey, ey, Leute, wir haben einen Kill. Wir haben einen Kill, okay? Flank mal nicht. Oh, oder? Geh ich weg? Ah, ich geh weg. Ich habe eh kein Ulti ready, da will ich dich keine fighten. Oder Axt. Er gibt einen Fick auf seine Axt. So, nehmen wir das ja auch nochmal mit. Einfach nochmal, um uns noch weiter Sustain-Möglichkeiten zu geben.
Ist halt nicht wenig, Leute, ne? 854er hier nochmal gesnackt zu haben. Huh. Ist eigentlich sexy. Plus hier nochmal 200 rausgeholt. Plus hier jetzt nochmal. Okay, 139 ist jetzt noch nicht so viel, aber es soll halt. Später bringt es mir halt nochmal mehr. Das kenne ich, wem wollen wir noch die 9? Oh. Okay. Moment mal. Hätte ich zurückjumpen können oder sollen? Der hat sich selbst geholt. Das ist fein für mich. Oh, das war aber lecker, oder? Das war jetzt wirklich lecker, Leute. Sagt, was ihr wollt. Oh, mein Longy Long Long ist auch gut dabei. Sexy. Ich muss aber echt sagen, ich komme mir ein klein wenig überfordert vor. Das ist immer so das Ding, wenn man neue Champions anfängt. Ich muss halt aktiv darüber nachdenken, was ich mache, wie die Combo aussieht, anstatt dass ich es instinktiv mache. Wir gehen nicht für noch eine Platte. Wir gehen lieber jetzt weg, nehmen den Recall hier an. Gammel zu haben wäre zwar lecker, aber es würde mich auch wiederum was kosten. Und das wollen wir eigentlich eher vermeiden. Ich mag es aber auch schon eher zweitens. Aber nur für den Damage. Wie ist der Utility, wie ich noch einmal ziehen? I guess. Ich find's aber schade. So, Cleanse habe ich hier soweit nicht einmal gebraucht. Also ich bin schon der Meinung, dass die ein guter Summoner-Spell ist. Ist hier mitzunehmen. Gerade auch nochmal so als extra Fail-Safe. Deswegen, Leute, wenn ihr Champions neu spielt, dann holt euch immer Stützräder. Ah, sie hat mich in der Luft aufgehalten. Und da rede ich übers Cleanse und dann sowas. Ah, Mist. Und dann waste ich es einfach. Ey, yo! Digga, der Karsis gankt mich einmal, er ist besser als Long. Pass auf, Leute. Was ihr macht, wenn ihr verreckt? Jungle Diff. Schaut einfach Jungle Diff in den Chat rein. Wie die Lissandra das voll ernst nimmt. Ja, stimmt, ich kann ja meine Bubble zurückspringen, ne? Da war ja irgendwas. Wenn sie weiter pusht, ist sie, glaube ich, tot. AMF! Oh, da ist sie. Na, ich habe immer voll Angst, dass wenn ich eh auf den Gegner mache, dass er dann wegflasht. Ja, so wie hier. Oder auch, dass er einfach nur so flasht. Das geht natürlich auch. Unstupable. Ja, die fangen wir hier ab. Oh, die fangen, ne? Oh oh, oh oh. Oh, ich mache ja gar keinen Damage! What? Oh oh. Oh oh. Also irgendwie sah das in meinem Kopf ein bisschen cooler aus. Ja, jetzt haben wir Gambling. Jetzt haben wir sehr viel damit. Wie viel AD kriege ich mehr? 15 AD mehr. 40 AP. Okay, das ist. Leute, allein schon die Stats, die Gambling gibt, ne? Huh.
Olaf, sammel doch dein. Okay. Ich judge nicht, Leute. Ich judge nicht. Jetzt soll ich den Mini-Wolf nehmen. Nee, warte mal, wenn die den Tower wegmachen, ist sogar perfekt. Denn es geht das Gold an niemanden. Ey, yo. Was ist das für eine Dogshit-Range? Warte mal, Leute, komm, wir spielen jetzt wie ein Bronxy. Wir suchen für Kills. Hier kommt gleich irgendeiner vorbei zum Warden. Oh, all me, by the way. Es sah nur nicht so aus. Okay, andere Stunde Mitte. Lol, Olaf TP nur um zu laufen. Let's go. Shut down. Scheiße. Okay, mit Blue Buff ist es actually angenehm. Aber ohne Blue Buff ist Minions clearen. Oh Gott. Leute, Katarina-Spieler, Akali-Spieler. Wie können die das Spiel genießen? Ich werde die kommt gleich, ja. 5, 4, 3, 2, die kommt von unten. Ja, klar, vielleicht ist es einfach nicht mein Ding von Playstyle, so ohne Wave-Clear zu spielen. Warte mal, ich gehe einfach Sideline. Sicher unten in der Mitte. Okay. Gib mir das. Den Blue Buff haben wir erfolgreich genutzt, Leute. Aber lass mal nicht unsere ganze Energie ausgeben. Ich kann hier runterlaufen. Ja, meint. Oh, ich treffe diese Kakus nicht. Egal, dann gewinnen die Base. Is this the true moment to shine? Oh oh, please, 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 please. Scheiße! Ah, er hatte doch beide Summoners! Press F, Kinners. Press F. Irgendwie brauchen wir Clans gar nicht. Doppelpendo. Also wie gesagt, ich bleib dabei, dass Clans ein guter Summoner-Spell ist, ja. Ich ging halt davon aus, dass in der Mitte ein bisschen mehr passieren wird. Dass ich halt nicht gelockt werden kann. Aber es ist dazu nicht gekommen. Generell haben die auch recht guten CC, aber ich lasse mich von nichts so richtig treffen. Ich gehe aber wieder auf die Zeit dahin. Da fühle ich mich echt wohl. Jetzt die Frage, sind wir stark genug für Irelia? Ich meine, mein Fleet wird mir gegen sie nicht viel bringen. Sie ist der Einzige, wo Fleet nicht ganz so effizient ist. Ja, weil die Fights gehen länger. Das heißt, ich will gerne Conqueror haben. Okay, ich habe noch Cooldowns.
komm, gib mir mehr Energie. Hallo. Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, ich wollte sie ehen, dass ich ihr dann über die Map folgen kann. Wow. Ja, warte mal, wurde diese Interaktion nicht entfernt, actually? Oder bin ich gerade doof? Oder geht es immer noch? Warte mal, ich könnte schwören... Nee, das war Aphelios, wo sowas entfernt worden ist. Fuck. Oh, joinks. Wir haben unser ganzes Team gerade umgebracht. That's my bad, actually. Oh, mein Flash ist so cool. Okay, Leute, MF holen wir jetzt ab. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt schwitzen wir. Oh, sie geht auf die andere Seite. Okay, sie ist so smart für mich. Oh, nee. Okay, Leute, wir gehen jetzt Hourglass. Ich pushe mal vorher eben eine Wave raus. Können wir hier einen Pick machen? Jetzt werde ich gleich gepickt. Oh, ich bin nicht zum Ulten gekommen. Ah, Mist. Mist. Ich hätte das einfach viel schneller machen sollen. Einfach Gunblade Ulti, oder? Moment mal, wie lange ist denn mein Lockout? Der ist 2 Sekunden, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Okay, Dash after, okay, 2,5 Sekunden. Gut, das heißt, ich muss die erste Instanz der Ulti 1000-mal schneller rausbekommen. Das ist dann hier das Wichtige. So, gehen wir auf die Sidelane. Ich meine, das ist das Einzige, was mich ein bisschen in-game hält, dass ich noch Decent farme. Oder ja, oder gefarmt habe Decent. Aber so richtig fightmäßig meine ich nicht viel. Ah, warte mal, habe ich völlig vergessen zu sagen, Leute. Bevor mich irgendjemand auf meine Runenseite anlabert, die habe ich mir gesnackt. Das ist eine Fleet-Runenseite mit einer sehr guten, mit der besten Winrate. Und sie macht auch Sinn für das, was ich eigentlich erreichen möchte. Oh cool, ich hab Knöpfe gedrückt. I guess? Pass auf Leute, jetzt. Jungle Diff. Ich hätte mit Diff wieder schreiben können, aber sie ist bereits gereizt. Aber mein Longi. Mein Longi Long Long ist ein guter Sink. Ne, wir können da nicht weiter. Ja, vielleicht ist deren blauer Verstärkungszauber noch da, Leute. Ups, da ist was im Wort. Da sehe ich mich aber drauf. So eine richtig schöne Runde blauer Verstärkungszauber. Oh, er ist nicht da. Leute, imagine, wenn Riot Akali zu einem Jungler macht.
Ich will gar nicht wissen, wie krass Reddit ausrasten würde. So, okay, Leute. Jetzt gibt's cleansten Teamfight. Schaut zu und lernt. Ich lasse mich gleich one-shotten, ich sehe schon, komm. Smooth, smooth. Leute, ich sag doch Kinderfight. Okay, sie kann ich natürlich nicht fighten. Dafür haben wir leider nichts ready. Aber wir YOLOen einfach mal, Leute. Wir haben aber die Türkenregel, Leute. Wir kommen nie allein. Ich habe völlig vergessen, dass sie mich einfach mit ihren Ordentext umbringen kann. Sie hat ja Passivfolge 6 plus einen Borg. Da chappt natürlich schon rein. Krass, ich bin sogar gleich Level 16. Nut. Oh, gib mir Energie, Mann. Hallo. Ich krieg 0,0 Energie. Was ist das für ein Gameplay? Okay, Leute, jetzt lernt vom Besten. Jetzt lernt vom Besten. Wir gehen Doppelstepwatch. Oh, mein Team stirbt. Mein Longi stirbt. Ah, er hat eh passiert. Die ist fein. Long. Long, sterben steht nicht im Arbeitsvertrag drin. Mein ganzes Team trägt mich aber gerade sehr hart durch. Oh. Leute, alles geplant, okay? Ich hab doch gesagt, ich trag das. Ich wollte die zweite Stopwatch ja nicht aktivieren. Ich werde für euch, muss das voll geil sein, ey. Einfach zu sehen, wie ich komplett rein inte. Let's go. Warte mal. Ich würde mir jetzt eigentlich Maske kaufen. Aber so bad wie ich bin, sollte ich mir... Was ist denn, wenn ich mir jetzt ein GA hole? Oh, warte mal, doch, da kann ich meine Stats noch retten. Leute, wir sind jetzt KDA-Player. Wir sind jetzt Turbo-KDA-Player. Hallo, grauer Bildschirm, verschwinden Sie. Oh, die sind tot, oder? Ne. KDA, KDA. Wie Damage macht die Ulti? Oh, das ist eigentlich fein. Guckt, Leute, jetzt schaut zu und lernt, okay? Godlike. Wow! Achso, er ist Invis rübergegangen und dann Invis wieder zurück. Ey, das war actually well played von ihm, so. Das muss ich ihm lassen. PogChamp! We did it! Oh, Lane. Nee, warte mal. Jetzt pass auf, Midgap. Jetzt schauen wir mal Midgap hin.
Okay, Leute. Wir waren bad. Wir waren turbo bad. Long hat uns durchgecarried, Leute. Was soll ich dagegen sagen? Aber yo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, Champion-Namen in die Kommentare reinschreiben. Und liked euch einfach gegenseitig hoch. Ich nehme einfach das so, was mit den meisten Likes oben ist, sofern YouTube das dann auch richtig anordnet. Aber ja, Leute, ich bin auch erstmal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.